Hallihallo Freunde und willkommen zurück hier bei Binding of Isaac. Ich habe mir so gedacht, nach diesen zwei Runs muss noch irgendwas kommen. Deswegen sage ich einfach mal, versuchen wir unser Glück mal. Und starten einfach nochmal eine Runde, aber diesmal mit einem Random-Charakter. Wir gucken einfach mal, welcher dabei rauskommt. Es kann nur irgendwas Gutes dabei rauskommen. Judas. Habe ich mit Judas schon Isaac besiegt? Moment, ich muss mal kurz nachgucken. New Run. Judas. Okay, mit Judas müssten wir noch in The Devil, also in The Lamp gehen. Dann würde ich mal sagen, streben wir das jetzt mal an. Mit einem Leben. Und nur eine Book of Bill, ja. Oh Gott. Ich werde so sterben. Ich hatte schon mit dem Blue Bay. Oh Gott, nein, ja, ich werde sterben. Gott, das war wirklich nur Glück vorhin. Ah. Schnell wieder das Herz aufsammeln. Aber meine Güte. Wer sich die letzten beiden Enden ungefähr angeguckt hat, ich weiß nicht, was das Spiel gerade so denkt. Wie das passieren kann, das ist einfach schier unmöglich. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu laut bin, weil wir haben es jetzt 2 Uhr in der Nacht. Und ich habe Angst, dass ich jetzt die Nachbarn aufwecke unter uns. Das ist immer ein großes Problem. Aber ich glaube, ich war schon sowieso oder so schon viel zu laut. Aber meine Güte. Ich komme aus dem Lachen einfach mal. Uah. Diese Fliegen. Einfach nicht wieder raus. Ich hatte heute wirklich, ich weiß nicht, ich bin am Stück gestorben, andauernd. Oder manchmal war ich so frustriert, dass ich einfach gleich einen Run gestartet habe. Und. Nein, oh nein, 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 nicht Envy, nicht Envy, nein. Einer meiner Hass-Mini-Bosse. Weil ich da mindestens immer einmal irgendeine Kugel reinlaufe und sterbe. Es bietet sich jetzt wieder optimal an, hier drin, bei dem Typen zu sterben. Das war knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war knapp. Ein Glück, dass die Träne schneller war als ich. Komm schon. Oh, nein, 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 nicht in diesen Typen da reinlaufen. Ich spiele übrigens mit Tastatur und nicht mit Gamepad. Ich kann mit Gamepad überhaupt nicht dieses Spiel spielen. Ich habe es mal mit X-Pad beim alten Isaac ausprobiert. Und habe es auch nie auf die Reihe gekriegt. Oh, ja, jammer. Es kommt mir gerade wie gerufen. Oh, danke, danke, Spiel, danke. Das alte Isaac, da habe ich auch soweit alles gekriegt. Mir fehlten, glaube ich, nur 4 Secrets. Und unter anderem waren da die ganzen Kriege keinen Schaden der Ebene von was nach den ersten beiden Ebenen kommt bis Mummy Swamp. Bis Mummy's Boy. Und ich habe es wirklich nie auf die Reihe gekriegt. Und mir fehlte noch der Gral. Und den habe ich hier, das war gleich einer meiner ersten Holy Roam Items, was ich in dem Spiel gefunden habe. Den Gral, das ist so ein richtiger Spott gewesen. Dass ich das da gleich gekriegt habe. Also man merkt schon, das Spiel hat mich gleichzeitig verspottet, aber es macht es auch wieder ein bisschen wett. Ich weiß nicht, ob ich diesem Spiel trauen kann oder nicht. Es ist alles sehr merkwürdig. Und dann gibt es mir auch noch ein Holy Heart und ein. Oh Gott, Spiel, please. Gut, wenn ich jetzt nicht gleich zu Anfang gute Items kriege, wer weiß, wie wir dann der Rest des Runs wird. Ich meine, wir müssen immer in die Ebene. Ah, nee, noch spiele ich nicht. Erstmal spare ich mir mein Geld auf. Wäre jetzt ein Bagger drin gewesen, dann hätte ich mein Geld verzockt oder so. Ja. Ich meine, gleich mit Judas erstmal gleich 2 HPs ab in der ersten Ebene kriegen, das ist schon alles andere als OP. Und dazu noch ein Damage ab gleichzeitig mit dem Ho mit den Holy-Dingens hier. Ah, komm schon. Ah, leider ist es weggesprungen. Aber meine Güte, meine Fresse, ey. Ich strahle. Oh nein, ich hätte hier die Bombe hinlegen sollen. Da ist ein. Ah, egal. Ich strahle gerade echt wie ein Honigkuchenpferd. Das glaubt ihr nicht. Oh, da kriegt man noch einen Lockdown. Okay, oh nein. Oh Gott, ich hasse diese Mini-Dingles. Dingle ist auch mein Hassboss Nummer 1 einfach. Und ich habe richtig gelacht, als ich ihn mit diesen beiden Sachen einfach total sofort instant gekillt habe. Nehmen wir das blaue Herz oder nehmen wir das andere blaue Herz? Das hier oben, weil hier noch ein blauer Stein ist. So, die Spinne wollen wir nicht bekämpfen. Gucken wir mal, was im Shop drin ist. Nichts, was ich sehen kann. 375 Münzen habe ich schon eingezahlt. Vielleicht ist das auch so ein kleiner Luck-Multiplicator. Weil das habe ich wirklich auch in den letzten Runs erst gemacht. Vorher hatte ich vielleicht 175. Ich habe es jetzt mindestens verdoppelt. Oh Gott. Ich. Was haben wir hier? Tears up. Ja, kann ich mal gerne gebrauchen. Und was haben wir da? Ich hoffe nicht, dass es Bob's Brain ist, weil ich habe genau dasselbe Problem wie Zombie und
Ich glaube, Modaro hat auch das Problem. Das Bobs Brain ist einfach so ein run-zerstörendes Item. Es geht einfach gar nicht, wie oft ich mir schon durch Bobs Brain einen Run zerstört habe. Und wie ich dann geflucht habe, weil ich mitten im Boss bei den letzten, bei The Fallen, einfach mal instant verkackt habe, weil ich mich andauernd mit diesem Bobs Brain selbst in die Luft gejagt habe. Das ist einfach unglaublich gewesen. Das war einfach unglaublich. So, HP up, Rotten Meat. Okay, gucken wir mal. Damage up. Kriegen wir hier noch ein Damage up? Wenn wir jetzt hier noch ein Damage up kriegen. Damage up und Tears up. The Pact. Oh ja, Alter. OP, 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 OP. Ich habe gerade so ein unverschämtes Luck. Das glaubt man ja gar nicht. Das ist... Nein. Nein, nein, nein. Dafür gehe ich nicht in den Devil Zone. Dieses unverschämte Luck. Also... Ich weiß nicht, entweder verkacke ich auf ganzer Linie oder ich habe einfach Luck ohne Ende in diesem Spiel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt vielleicht daran, dass ich ein Sonntagskind bin. Am Sonntag geboren. Jetzt habe ich ja mal ein bisschen... Ah nein, das war ein Tearstone. Hatten wir die nicht schon mal? Warum wurde uns die nicht angezeigt? So, ich habe keine Bomben mehr. Wir können uns den Schlüssel nicht holen. Das heißt, wenn wir keinen Schlüssel auf dieser Ebene finden, sieht es mit dem Goldraum ziemlich schlecht aus, oder? Meine Nase juckt gerade. Oh Gott. Vielleicht werde ich doch mal ab und zu mehr einen Isaac Run hochladen, aber auch nur, wenn die wirklich gut laufen. Aber der wird auf jeden Fall auch noch hochgeladen. Auch wenn ich jetzt The Lamp nicht schaffe mit dem ersten Run. Wie gesagt, The Lamp ist ja immer noch unser Ziel mit Judas. Das ist momentan das Einzige, was uns noch fehlt neben The Chest. Wir könnten... Nee, Isaac habe ich sogar mit Jim Judas mitgemacht. Das war der erste Isaac-Kill in Rebirth. Aber dieses unverschämte Luck von mir gerade. Ich komme nicht drauf klar, wie viel Zeit haben wir denn schon verstrichen? 5 Minuten gerade mal, wir sind schon auf der dritten Ebene. Das schaffen wir locker. Den Boss-Wash könnten wir sogar auch noch schaffen. Wir bräuchten nur... Ah, wir haben einen Schlüssel. Sehr gut. Wir könnten jetzt uns den Schlüssel für den Shop verwenden oder wir könnten in den Goldraum gehen. Aber ich glaube, wir sparen uns wirklich für den Goldraum auf, weil... Wir haben noch keine 15 Münzen. Und wir gehen einfach in beides rein, indem wir hier mal unsere Bomben opfern. Ich glaube, wir gehen in beides rein. Ja, wir müssen in beides reingehen. Alter, ich habe gerade... Oh, das ist so himmlisch. Ich fühle mich gerade... Ah, das ist wie auf Wolke 7. Ich weiß nicht, ob ihr das gut groß nachvollziehen könnt. Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich, um den Boss Rush zu kriegen, möglichst nicht mehr alle Sachen zerstöre, alle Kackhaufen, alle Feuer und so weiter. Und ich muss sagen, seitdem ich den Boss Rush schaffe... Habe ich zwar meistens schon mal nicht mal Bam-Bam geschafft, aber ich habe immer den Boss-Rush geschafft. Immer. Gut ist ja, ich hatte Bob's Brain oder irgendeine andere blöde Item-Kombi drin, die gerade total unmöglich war. Und ich hätte meine Bombe... Oh, oh, nein, nein, nein. Sowas passiert mir... Was? Stirbt doch einfach. Sowas passiert mir auch ziemlich oft, dass ich einfach aus Versehen in einem Gegner einfach mehrmals hängen bleibe. Aber, meine Güte... Oh ja, hier kriegen wir sogar nochmal die Schadensmaske. Dass einfach mal keinen Schaden kriegen, wenn wir direkt im Front, wenn wir eine Tier direkt vor uns kriegen. Das ist genauso gut wie das Holy Shield. Was man im Holy Realm kriegt. Was Schaden blockt. Oder, was Schaden blockt oder. Ah, sagen wir den. Ne, wir nehmen den Raum auf jeden Fall nicht mit. Schaden blockt oder sogar Nahkampfschaden macht, wenn man zu nah einem. Wenn man einen Gegner damit rammt. Ram-Damage eben. Kontakt-Damage. Können wir auch so nennen. So, wo ist denn der Shop? Der Shop war doch hier auch irgendwo. Hier. Die Fliege. Das ist wie... Wenn wir wenn wir Control Tears haben. Müsste es die gewesen sein? Ne, das war irgendwas anderes. Okay. Es gibt nämlich auch eine Fliege, die man wie die Control Tier durch den Raum kontrollen kann. Und das ist ungefähr gleich OP. Es ist nur gleichzeitig schwer... zu schießen mit normalen Tränen und gleichzeitig die Fliege durch den Raum zu lenken. Das ist eine Meistersache, die ich nicht beherrsche und dadurch extrem viel Schaden noch meistens einstecke. Beziehungsweise ich hatte diese Kombo hier auch erst einmal. Oh, und jetzt haben wir schnell unser Book of Billia, machen noch mehr Tränen. Wir haben keine Bomben mehr. Oh, da haben wir schon einmal Schaden Reduction gekriegt. Das ist schon mal sehr gut gewesen. Na, komm hier, komm zu uns. Und da müssen wir jetzt eigentlich dieses Vieh kriegen. In normalen Basic war das ja glaube ich so... Oh, ich habe den noch gar nicht besiegt. Little Chat. Dass da jetzt immer ein paar Herzen fallen lässt. Oh, hätten wir... Oh, ich würde jetzt so gern... Oh, ne, ich nehme auf jeden Fall den Demon Bagger mit. Weil für jedes fallen gelassene Herz sammelt der nämlich auf. Und für 2 Herzen, glaube ich, kriegen wir dann nämlich nochmal ein Seelenherz oder ein schwarzes Herz.
Das mache ich jetzt mindestens hier bei diesen beiden, damit ich nochmal ein Sichtherz kriege. So, ich laufe jetzt nicht mal die ganze Ebene, weil wir haben schon ein bisschen Zeit verplempert. 10 Minuten sollte man immer für die beiden Ebenen mit Mom einkalkulieren. Es kann passieren, dass man auf einmal eine XL-Ebene kriegt und dann dauert die dementsprechend lange. Das ist mir auch schon passiert. Deswegen, solange wir unter 10 Minuten die ersten 3-4 Ebenen schaffen, ist alles in Ordnung. Oh, nein, nicht. Oh, verdammt. Das war Verschwendung. Wenn wir eine Pretty Fly kriegen, ist das auch alles kein Problem. Also das ist dann nochmal Glück pur. Ab 3 Pretty Flies und Fermin's Mask kann er sagen, dass wir so gut wie unsterblich sind. Wenn wir dann noch Samsons Kette haben und vielleicht Guppies Hairball oder sowas, dann sind wir invincible. Dann kann es keiner mehr was. Oder allgemein, wenn wir schon diese Schildtiers haben. Ich meine, das, was ich hier gerade habe, das sind schon im Prinzip Schildtiers. Das heißt, wir kriegen von... Es ist nochmal zu 75% eine Wahrscheinlichkeit, dass wir von vorne keinen Schaden kriegen. Weil wir haben Fermin's Mask, wir haben die Schildtiers. Ach, komm schon. Jetzt noch eine Guppy-Form und das wäre OP-Op. OP-Op pur. Ah, komm. Mega fertig. Aber wir machen noch ein bisschen wenig Schaden. Ich glaube, ich benutze hier mal für den Raum... mein Book of Bill, ja. Oh, scheiße. Zum Glück kriegen wir hier auch nur einen halben Scherzschaden, wenn wir noch nicht in The Worms sind. Oder Uterus. Ich weiß gar nicht, ob ich The Uterus schon freigeschaltet habe. Ich glaube, ich habe die schwerere Version vom Wurm habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Oh, diesen Typ, den Boss kann ich auch nicht ab. Wenn der seinen Laserstrahl losschießt, ich weiß gar nicht, ob diese Version den Laserstrahl schon kann. Oder war das mit der roten Flamme? Oh, zwei Bosse? Oder habe ich... mich gerade verzählt und es waren drei Bosse. Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Ui. Explosion. Explosion bin ich auch allergisch. Und ich muss auch sagen, ich finde es extrem schade, dass der Dr. Fetus, der Standard Dr. Fetus, so extrem genervt wurde, dass er keinen Schaden mehr macht. Ich habe ja schon die Dr. Fetus in dem Moment Challenge ist das. Da kriegt man von Anfang an den Dr. Fetus und der ist einfach nur noch so schwach. Es ist schade, dass der so genervt wurde. Weil angeblich soll der Epic Fetus immer noch gleich stark sein. Ich hatte den bis jetzt aber noch nicht, weil ich habe ihn dann nicht freigeschaltet. Den schaltet man ja erst frei, wenn man, glaube ich, die Demon Challenge abschließt. Also so ein bisschen was habe ich mich über das Spiel schon informiert. Oh ja, das 1+1 Item, das wäre noch richtig geil. Wenn wir dann wieder diese Toybox kriegen, Pay to Win. Oder Win to Pay? Nee, Pay to Win heißt es, glaube ich. Dann ist das auch wieder so ein OP-OP-Zustand. Wir kriegen dann doppelte Tränen. Wir kriegen dann doppeltes Geld. Wenn wir doppeltes Geld kriegen, können wir doppelt so oft die Pay-to-Win-Box benutzen. Das heißt, doppelten so viel Schaden und der normale Schaden von der Pay-to-Win-Box, der ist schon OP-Op. Pur. So, dann sammeln wir mal schnell noch das Demon-Herz. Genau, das ein. Danke, gib mir das. Ich kann jetzt eh kein. Oh, Krampus. Ja, gib uns Coal. Gib uns Coal. Bitte gib uns Coal. Six-Mess Coal. Weil mit Krampus Herz kann ich gerade relativ wenig anfangen. Kann sogar eigentlich in seinem... Oh nein, Krampus Head. Ah, der macht eigentlich nur Brimstone in alle Richtungen. Ist zwar nicht so schlecht, aber ich benutze trotzdem gerne... Oh, wir haben wirklich nur 2 Minuten, 2 bis 3 Minuten für die Ebene gebraucht. Ich benutze trotzdem lieber Book of Billia, weil es erstmal auch nur 3 Aufladungen braucht. Na, gib mir noch ein Herz. Ach, dankeschön. Also der Demon Beggar ist auch eigentlich schon automatisch Win. Weil spätestens diese Womp regnet, ist Herzen ohne Ende. Wenn man es erstmal bis zum Womp geschafft hat, dann sollte man es ohne Probleme schaffen. Oh hier, komm nochmal zurück, gib mir ein schwarzes Herz. Nein, schade. Schwarze Herzen ersetzen blaue Herzen. Also die Demon Hearts oder Black Hearts, wie auch immer man sie gerne nennt, ersetzen die Soul Hearts. Ist auch klar, wo die genauso sind wie die blauen Herzen, nur dass sie, wenn sie verbraucht werden, nochmal extra Schaden machen. Was im Prinzip auch wieder OP-OP ist. Ach nee, ich verschwende nicht meinen Bomben, ich spende lieber mein restliches Geld. Oh fuck, wir sind ja... Oh Gott, ich muss mich beeilen, wir haben ja gar nicht mehr 10 Minuten. Wir sind ja jetzt erst in der Dingens-Ebene. The Depths. Okay, dann müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen beilen. 10 Minuten. Gut, ich habe die Ebene eben gerade auch so in ungefähr 3 Minuten geschafft. Na, sammelst du mir das Herz ein? Dankeschön. Ja, die hebe ich mir auf. Die Bomben, die können wir vielleicht noch woanders gebrauchen. Wir sollten auf jeden Fall mal wieder ein Herz finden. Quatsch, einen Schlüssel finden.
Ah, gegen die Gegner hatte ich auch immer ganz schön oft Probleme. Aber oh, wir sind schon wieder so OP eigentlich. Wir machen schon wieder OP-OP-Damage. OP-OP-OP-OP. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses OP-OP her habe. Ich finde das einfach nur so genial. Weil es einfach so schön OP und dann OP. Wieder OP mehr im Prinzip ist. So, dann lassen wir die ganzen Herzen liegen. Die brauchen wir gerade noch nicht einsammeln. Oh, das Hämatom. Finde ich einen sehr ekligen Boss eigentlich. Wenn ich richtig informiert bin, ist ja das Hämatom eine Verwachsung von Haaren und Zähnen im Inneren von irgendeinem Organ. Ist schon nicht so sehr geil, wenn man sich das mal so vorstellt oder mal ein Bild davon gesehen hat. Weil mein Tipp, googelt nicht nach Hämatom. Das ist extrem eklig, ich hab's gemacht. Und bereue es. Ich bin einfach zu neugierig. Ich bin so ein neugieriger Mensch, der mir wissen will. Oh. Zusätzliche Chance auf blaue Herzen. Nice, nice. Der recht interessiert an sowas ist, wenn er irgendwas hat, dann muss er das nachgucken, weil ich bin halt sein Mensch, der wirklich wissbedürftig ist. Meistens zumindest. Ich vergesse zwar ziemlich schnell viel, aber wenn ich etwas sehe, dann will ich es meistens auch nochmal angucken. Oh, es tut mir im Herzen weh, dass ich die ganzen Soul Hearts nicht mitnehmen kann. Oh genau, der Typ. Den meinte ich. Der ist böse mit seinem Laser. Guard oder wie der heißt. Genau, mit diesem Laser. Der ist nämlich so ein bisschen geleitet. So ein bisschen Homing. Das ist immer so leicht OP. So, und da kriegen wir sogar noch einen Devil. Wir können doch keine weiteren Deals mehr machen. Weil wenn wir jetzt noch einen Deal machen, dann sterben wir. Amnesia. Kann sich sagen, Bad Trip. Okay, dann können wir auch wieder in den Herz einnehmen. Soll mir nicht... Soll jetzt nicht so das Problem sein, würde ich sagen. So, wir liegen noch gut in der Zeit. Ich glaube auch ganz stark dran, dass wir Mom noch schaffen. Oh. Gleich in den Devil Room geportet. Ne, das nehmen wir nicht mit. Tears Down wollen wir auch nicht haben. Pretty Fly. Pretty Fly. Komm, komm. Weil es so schön ist. Schade, dass man nicht vier Pretty Flies haben kann. Aber die Katze nehmen wir nicht mit, weil... Werden meine Soul Hearts durchgesetzt? Ich meine, ansonsten... Ach, geil! Wir haben eh nur einen Herzcontainer. Wir können nichts verlieren. Nehmen wir halt mit. Meine Güte. Opi-op ran, würde ich sagen. 9 Leben haben wir jetzt. Wenn wir zwar sterben, dann... kriegen wir auch nur ein Herz ersetzt und nicht unsere Soul Hearts. Aber meine Güte. Wir haben 9 verdammte Versuche. Wir haben den Demon Bagger als Begleiter. Das ist eigentlich schon gewonnen, Run. Das ist. Alter. Nein, Spiel. Ich könnte wetten, die nächsten Runs werde ich wieder so failen, aber gerade ist einfach. Oh Gott. Die Gegner sind auch einfach so gemein, weil da kriegt man teilweise noch Schaden, obwohl der Brimstorm-Effekt schon vorbei ist. Na, lässt du mir ein Herz fallen? Danke, das nehme ich gerne mit. Ich bin jetzt ein bisschen verschwenderisch. Opiop und so. Opiop. Ich glaube, die Folge wird Opiop auch heißen. Ich habe einfach so ein unverschämtes Luck im Moment. Es wird sich noch so dermaßen rächen. Spätestens, wenn ich meinen Dragon Age hole, dass es nicht da ist, dass ich dann nochmal einen Tag warten darf und dann nicht sofort das Dragon Age Dragon Age Inquisition streamen darf, gleich am Release-Tag. Das wird jetzt wahrscheinlich passieren. Nein, Dämon Baby, lauf nicht in die Bombe rein! Wir könnten jetzt auch nochmal wunderbar einen Shop kriegen. Wenn man vom Shop spricht, ne? Wir nutzen es einfach gnadenlos aus. Ja. So, komm schon. Tears Up, nehmen wir auch gerne mit. Kann nur gut sein. Kann alles nur gut sein. Zack, stirb. Hatten wir da gerade Little... Ach nee, das war vom Gegner. Was sind die Tiere? Kriegen wir hier Amnesia? Nee. Amnesia wollen wir nicht haben. Nee. Amnesia ist blöd. Wir waren im Dingsraum. Wir wollen noch den Shop haben. Ja, wir wollen den Shop noch haben. Oh ja, perfekt. Perfekt. Shop ist hier. Perfekt. Ich habe so eine Angst vor die Ebene hier. Vor The Lamp habe ich so eine verdammte Angst. Weil diese Ebene, ohne meine OP-Items hätte ich die wahrscheinlich niemals geschafft. Weil da laufen so viele starke Gegner rum. Aber wir könnten den Schlüssel mitnehmen. Habt ihr ja gesehen, da war in einem Raum, war zweimal... Nee, bevor ich aufgenommen habe, hatte ich dreimal diesen OP-Typen.
diesen The Fallen OP-Style mit den Hörnern. Und, Alter, dreimal. Ich hatte Glück, dass ich die Pay-to-Win-Box hatte. Ansonsten hätte ich die wahrscheinlich nicht totgekriegt und wäre wahrscheinlich wirklich noch an diesem Boss verreckt. Hätte ich mir zugetraut. So, wir haben noch 2 Minuten. Schaffen wir. Gerade so eigentlich. Ist ein bisschen knapp geworden. Deswegen sollten wir auch gleich zu Mama reingehen. Wir haben, hätten zwar noch 2 Minuten, aber... Meine Güte. Wenn wir noch 2 Minuten haben. So, gleich... Oh, und wir kriegen natürlich Mom, die starke Version von Mom. Guckt euch mal den Damage-Output an, den wir hier machen. Ich könnte natürlich jetzt auch den Bug verwenden, aber bei der Version ist es ein bisschen schwieriger. Weil die ganz gerne mal die Homing-Gegner spawnt. Die nicht ganz so leicht auszutricksen sind wie sonst welche. Voilà. Dann kann ich hier mal das Hart einsammeln. Ah, ja, ich krieg gerade wieder Schaden ohne Ende. Wo kommt der Fuß runter? Kommt der mal runter? Ja, da kommt der Fuß runter. Verdammt. Zu spät reagiert. Isaac! Ich vermisse den alten Mom-Sound. So, dann kriegen wir hier noch den Dingens da. Haben noch den Demon-Raum freigeschaltet. Na gut, Demon-Raum brauchen wir nicht. Da waren wir schon drin. The Poop. 10 Bomben. Oder Flash-Item. Das Flash-Item wäre vielleicht für den Raum nicht schlecht. Aber ich glaube, ich benutze lieber Hanged Man hier drin. Und eigene Medizinbomben an. Einfach schon aus dem Grund hier, dass hier Gertie Jr. rumläuft. Oh, hoppala, das habe ich komplett übersehen. Nein, 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 stirb mir jetzt nicht, Isaac, stirb mir jetzt nicht. Oder Judas, wir spielen ja Judas, nicht Isaac, stimmt. Da war was. Lass komm, rush hier rein und stirb. Verrecke! Ich hätte ganz gerne noch das Book of Billia, den Effekt vom Book of Billia. Genau, für die Viecher hier, der darf nicht so oft seine rote Kacke. Nein. Nein, 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 nein. Verkack mir jetzt hier nicht, verkack mir jetzt nicht. Ich hoffe auf ein gutes Item durch den Boss-Wash, ja? Ich hoffe auf ein gutes Item. Bitte gib mir gleich ein gutes... Oh, ich bin gerade so unaufmerksam. So, damit ist das die Spinne am... Ich hasse die rote Kacke, die habe ich schon im ersten Teil gehasst. Konnten sie die nicht einfach rauspatchen, irgendwie zu blauer Kacke machen? Blau, so viel freundlicher. Die gibt dann jedes Mal, wenn man sie berührt, ein Soul Heart. Das wäre doch mal was. Ich meine, es gibt schon Regenbogenkacke, dann kann es auch blaue Kacke geben. Oh, Piep. Piep ist auch so ein Hassgegner von mir. Ach, danke. Danke, mein Demon-Bäcker-Freund. Also wir bleiben jetzt über Piep stehen und killen ihn einfach so, weil seine Tränen können uns eh nicht erwischen, wenn er in die Luft springt. Genauso wie sein Urin. Das könnte uns schon eher erwischen. Gut. Aber ich sehe da gerade kein Problem, Piep zu besiegen. The Duke of Lies. Ist auch kein Problem, der hat auch nur noch minimal Leben. So, lass mal schon gleich in Senden los Herz fallen. Das erspart die Arbeit für mein Demon Baby. Baby. Baby, Baby, Baby. Oh. Hoppala, das habe ich übersehen. So, die Viecher sind auch kein Problem. Easy Mode, Easy Mode. OP Opron. So, komm mal her, Loki. Loki, Loki, Loki. Ah, da oben ist noch so ein Typ. Mit dem besiegen, dann hat dann vielleicht Loki auch erstmal wieder ein bisschen weniger Leben. Die teilen sich irgendwie den Lebensbalken. Und ich habe das Gefühl, wenn ich einen extrem down zerge, dann hat der andere auch umso weniger Leben. Obwohl der normalerweise mehr hätte. Oh, da hat uns einmal einen Schuss erwischt. Merkwürdig, dass er uns durch unsere Barrikade erwischt hat. Was? Was ist da gerade explodiert? Was war das? Wodurch haben wir gerade Explosionsschaden gekriegt? So, da haben wir von Gish. Oh, hoppala, das Baby habe ich total übersehen. Das heißt, wir haben schon Gimiji besiegt. Und es ist nur noch das kleine Baby über. Die geben uns hier nur noch halbe Herzen. Ich war ja schon mal in dem Bossraum, da konnte ich keine Herzen aufnehmen mit dem Blue Baby. Da hatte ich den gesamten Raum voll mit blauen Herzen. Ohne zu lügen war das bestimmt so insgesamt 10, 12 Herzen. Also blau, halbe Herzen und ganze Herzen zusammengerechnet. Und jetzt kriegen wir pro besiegte Gegnerwelle kriegen wir jetzt nur noch ein halbes Herz. Die wollen mich doch wohl verarschen. Gib mir mehr Herzen. Herzen, Herzen für mein Demon Baby. Sonst kriege ich vielleicht doch noch ein paar Probleme auf in The Womb. Ah, mein ganzes Herz. Drop mir das Herz. Danke. Danke, mein kleiner Freund.
Jetzt sehen wir hier nochmal schnell das Vieh. Ich sehe schon, wir werden gleich extreme Probleme mit Monstro 2 haben. Weil wir schon so wenig Schaden an dem hier machen. Monstro 2 ist auch so wirklich ein Gegner, wo ich schon sage, naja, muss nicht sein. Wenn ich ihn umgehen kann, dann umgehe ich ihn auch. So, dann frisst die Bombe und stirb. Damit hat man nicht bei Chat. War der nicht irgendwie Gördi? Ach ne, bei Normal-Chat. Bei Normal-Chat kam hier, genau, jetzt kam Gördi. So, frisst die Bombe! Deswegen habe ich die Bomben genommen. Was? Komm, rush zu mir runter. Hier unten bin ich. Komm runter zu mir. Genau, nein. Okay, dann ist er eben schon tot. So, hier kann man ganz gut hier stehen. Hier erwischt er nicht, weil hier gerade diese zwei Felsen sind. Da kann man perfekt eigentlich die zwei Spawner niederschießen. Wenn man Spectral Tears hätte, wie was ich gerade nicht habe. Naja, schade. Nee, geht leider nicht. Ich kann die Spawner gerade leider nicht kaputt schießen. Aber wir können eh so stehen bleiben. Wir können uns nichts anhaben. So, jetzt kommt die, eine der blödesten Bosswellen im Boss Rush. Monstro. Monstro und Gish. Zwei verdammt nervige Gegner. Wenn sie zusammenkommen. Oh, macht der Laser. Kein Laser für mich, dich? Okay. Ich kann mal wieder eine Bombe legen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr Schaden. Schneller Schaden. Ich mache keinen Bombenschaden. Was ist das hier für eine schöne Karte? Justice. Ja, können wir nach dem Kampf vielleicht mal verwenden. Vielleicht ist da eine Batterie drin, ne? Ja, keine Batterie, schade. Batterie wäre OP gewesen. Weil dann könnten wir gleich noch Book of Billia benutzen, dann hätten wir auch Easy Mode mit den beiden hier. Aber die haben einfach so verdammt unverschämt viele Leben und können eigentlich nichts. Die machen wirklich auf das Zufallprinzip, dass man, wenn man einmal nicht aufpasst, instant Schaden reingedrückt kriegt. Wie jetzt zum Beispiel. Darauf bauen diese beiden Gegner nämlich. So. Pip und Widow. Widow kann man genauso gut in diese Stacheln reinglitschen. Warum machen wir gerade so verdammt wenig Schaden? Ich habe das Gefühl, wir machen keinen Schaden, ey. Das muss ich aber gleich noch ändern, wenn wir in so Wump gehen. Ah, jetzt. Wir haben einfach nur keine Angriffsfläche. So. Keine Ahnung, wie der Boss heißt. Ich habe den Namen von dem vergessen. Der tötet dich schon alleine. An den roten Kackhaufen auch gut. Soll mich nicht stören. Die Kacke, die ihr hinterlässt, droppt wenigstens auch ab und zu mal ein bisschen Geld oder Herzen. Was sehr gut für mein Demon Baby ist. Nur dem Typen hinterher zu laufen ist nervig. Spectral Tears, das wär's jetzt noch. Aber wir wollen ja nicht zu unverschämt werden. So. Bloat. Oder wie der heißt. Ich nenne ihn lieber mal Piep 2. Ist auch so ein richtiger Kackboss. Ich mag den auch nicht. Fast so schlimm wie die grüne Version von Piep. Oh, ich achte mal nicht auf die Augen. Ich achte gerade mehr auf die rote Kacke. Und darum kommt die Maske an. Gut, dann müssen wir jetzt noch aufs Herz achten. Und auf die Maske, versteht sich. Schaffen wir, locker. Easy Mode, easy. Wenn das Herz down ist, dann sollte die Maske auch nach ein, zwei Treffern wahrscheinlich down gehen, weil die dann noch so wenig Leben über hat. Ich muss sie von der Seite treffen, wenn ich sie nicht von hinten treffen kann. Wenn die Tränen zu langsam sind. Okay, die Maske dauert. Oh, das war knapp. Okay, die Maske dauert noch ein bisschen länger. Mit Bomben geht es vielleicht schneller. Da hat sich schon gelohnt, dass wir die Bomben mitgenommen haben. Die 10 Bomben haben sich schon bewährt gemacht. So, bam, stopp. So, Famine. Oh, ein schwarzes Herz. Nice. Famine und, was hieß nochmal Seuche? Pest. Nee. Hunger und Seuche eben. Ich hab den Namen von Seuche wirklich vergessen. Und der bombt mir meine gesamte Deckung weg. Das finde ich gar nicht nett von dem. So, dann sind beide tot. Dann kommt noch Death und War. Krieg und Tod. Der Rote ist Krieg, der Weiße ist tot, obwohl er noch lebt. So, den müssen wir als erstes down machen. Der wird nervig mit seinen Sicheln und seinem Hopperhü-Pferdchen. Ah gut, die Sicheln haben wir schon mal ausgeschaltet. Perfekt, 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 perfekt. Jetzt holt er noch diese Typen her. Trotzdem ist das unser Ziel. Das Pferdchen werden wir höchstwahrscheinlich so nebenbei besiegen.
Und das Pferdchen haben wir anscheinend schon getötet. Perfekt. Achso, was will man denn mehr, ne? Oh, guck mal, ja. Rush hier nicht so rum. Steig mal ein bisschen ab. Und den Typen kann man genauso gut verbuggen, indem man einfach hier außerhalb seiner Range steht. Der läuft nämlich nicht freiwillig in Stacheln rein. Nicht so wie Widow oder andere. So, Fallen und The Headless Horseman. Letzte Bilder. The Fallen, der sich gerne mal aufsplittet. Hat eine gespaltene Persönlichkeit. Autsch. Das tut weh. Nee, nicht in den Brimstone gehen. Auch nicht in vom Horseman in die Explosionstränen laufen. Das ist nämlich das Nervige an diesem Gegner. Einmal, dass er diesen Rush-Kopf hat und das Explosionstränen schießt. Oh, Polyphemus. Polyphemus. Das muss ich mitnehmen. Mega Tiers. Rums. Sie schießen zwar langsam, aber sie sind verdammt riesig. Guckt euch mal diese Tränen an, ey. Oh Gott. Meine Güte. Drei Ebenen haben wir uns noch vor uns. Oh Gott, das war verschwendet, dass ich hier unten reingegangen bin. Sammel die auf, gib mir ein Herz. Dankeschön. Was mir bis jetzt aufgefallen sein wird, ist bestimmt, dass ich noch keinen einzigen Geheimraum gefunden habe. Das liegt einfach daran, weil ich eigentlich die meiste Zeit keine Bomben habe und einfach keine Lust habe, großartig danach zu suchen. Es sind auch geile Items drin, vor allem wenn man Pilze im Geheimraum hat, dann ist es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man den All-Sets-Up-Pilz findet, wenn man die in die Luft jagt. Aber dazu braucht man natürlich erstmal Bomben. Und ich habe gerade meine Bomben lieber für die... Was ist das denn? Missing Poster. Ich will mal kurz gucken, was das macht. Danach nehme ich wieder meine Shield-Tiers mit. Weil die bringen uns auf jeden Fall mehr. Ich habe keine Ahnung, was das Missing Poster macht. Vielleicht werde ich das mal nach dem Run nachgucken. Und also als Kommentar einblenden. Wir nehmen auf jeden Fall unsere Shield-Tiers mit. Die sind wesentlich wertvoller im Moment. Wesentlich wertvoller. Was war das für eine Träne? Was? Was hat mir das Schaden gemacht? Konnte mir doch gerade gar nichts Schaden machen. So, komm mal her. Du hast keine Chance gegen uns. Ja, sammeln wir mal die ganz schönen Herzen ein und gib uns unser Herz. Wow, noch eine Tierstone-Bilde. Was soll ich damit anfangen? So, auch kein Problem, dieses Typ mehr. Und ich habe schon wieder den Erfolg. Mommy Spoiler habe ich schon wieder nicht schaffen können jetzt. Dadurch, dass ich gerade Schaden gekriegt habe. Scheiße. passiert. Und dafür werden wir hoffentlich den anderen Erfolg kriegen. Und noch ein Blues jetzt. Dankeschön, mein Freund. Das ist ausgesprochen nett von dir. So, was ist das für eine Pille? Amnesia. Amnesia ist genauso schlimm. Warum auch nicht? Oh, was ist denn hier mit diesen Räumen auf einmal los? Überall sind diese Typen drin. So, sammelt ruhig das Herz auf. Bad Trip können wir auch nicht gebrauchen. Meine Güte, das Spiel hat es wohl gerade aufgelegt, dass wir keine Pillen haben, nachdem wir vier Pretty Fly Pillen in einem Raum gekriegt haben. Huch. Ich glaube, den Boss hatte ich auch noch nie. Ich schalte erstmal diese hier aus. Das ist die erweiterte Version anscheinend von diesem einen Boss, der auch mal ganz gerne auftaucht. Oh. Oh, der hinterlässt Tränen. Eine Tränenspur. Jetzt wäre Fliegen ganz nice. Aber ist auch kein Problem für uns. Und wir kriegen sogar nochmal eine HP ab, wo ich nicht weiß, ob ich das mitnehmen soll, weil... Na gut, es ist noch zusätzlich noch ein Damage ab und uns fehlt sowieso ein Herz. Nehmen wir gerne mit. Damage ab ist immer gut. OP Operon. So, der Boss könnte da oben irgendwo sein. Oh, nein, nicht die Viecher. Ich hasse diese Viecher. Diese Warzen. Diese Pickel, diese Krebsgeschwüre oder was das darstellen soll. Die sind einfach schrecklich. Direkt neben mir spawnt er. Die sind einfach schrecklich. Weil die spawnen random irgendwo im Raum. Aber die können auch direkt in dir spawnen. Oder eben auch nicht bei dir spawnen, sondern weit weg von dir. Das ist. Oder sie können auch einfach an ihrer selben Stelle spawnen, was auch sehr wahrscheinlich ist, aber halt nicht immer ist. Das heißt, man kann sich nicht darauf verlassen, dass sie an derselben Stelle zweimal spawnen und dann woanders. Das ist eine Kunst für sich, die Gegnertypen auswendig zu kennen. So, hier wird wahrscheinlich eher weniger Mam sein. Bezweifle, dass er da oben nochmal spawnt. Doch, nochmal. Okay, Glück gehabt. Nein, hier ist nicht Mom. Gut, aber das ist ein relativ einfacher Raum. Nehmen wir nochmal gerne mit. So, dann lässt er bestimmt gleich nochmal irgendwie noch ein Soul Heart fallen.
Auf dem Weg könnte man am Saatgut liegen. Oder this thing, mehr oder weniger. Das, was auch immer sich in dem Uterus von Mom sich befindet. Bam, bam, bam. Ja, hier ist er. Perfekt. So, dann kriegen wir hier noch einen Boss. Also benutzen wir die hier. Oh, diese Augen sind auch schrecklich. Augen mag ich auch nicht. Hey, ich habe doch das Buch benutzt. Und jetzt sieht das... Oh, da Tränen. Extrem riesige Tränen, ey. Na gut, wir haben mit der anderen Item-Kombi haben wir natürlich wesentlich mehr Schaden gemacht, aber das hier ist auch nicht außer Acht zu lassen. Das ist auch extrem viel Schaden. Oh, jetzt dreht sie sich. Keine Chance. Tja. Wir müssen nach unten. Genau, Isaac Hammer, wir haben The Devil Hammer eigentlich auch schon. Wir müssen nur noch mal die Special-Ebene Slam machen. Wo es dann auch eben nach unten geht. Der längste Weg... Oh nein, nein, nein. Ach, die können durch meine Shields durchschießen. Damit, damit. Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Mist ich aber auch. Ach ja, komm, Greed, der hat keine... Super Greed ist wesentlich einfacher als der Standard Greed. Einfach, weil man mitten stehen bleiben kann und... Nein! Die Karte hebe ich mir für die nächste Ebene auf. Der nächsten Ebene gibt's. Wenn wir in der nächsten Ebene auf einen beschissenen Boss kommen, an dem wir nicht vorbei können, außer ihn besiegen, nur indem wir ihn besiegen, dann benutze ich das Emperor. Vorher benutze ich sie nicht. Und wir sollten natürlich auch die Karte aufladen. Das heißt, wir dürften hier nicht alle Räume klären. Wir müssen möglichst schnell den Boss finden, damit wir eben noch eine Chance haben, unser Book of Belia aufzurüsten für den Boss. Zu dem Blutspendeautomat sprengen wir in die Luft. Bäm. Gibt uns noch ein halbes Herz? Gibt uns jetzt das Demon Baby noch ein Herz? Nein. Es wird anscheinend noch ein Herz mehr haben. Jetzt aber. Oh ja, wir haben ja unendliches Versorgung. Dadurch, dass wir Chat haben, kriegen wir ja alle 3, 4, 5 Räume, kriegen wir ja auch nochmal zusätzlich ein Herz. Das ist zumindest ein halbes Herz, was unser Demon Baby noch einsammelt. Wir sind gerade echt im Paradies, was Leben betrifft. Na, Headless Horseman oder Horseless Headman? Doppelter Loki. Gut. Nervig. Aber machbar. Ah, da ist der Loki down. Ach, da ist der Loki down. Da geht der Loki down. Geheimraum gefunden. Unser erster Geheimraum, glaube ich, im ganzen Run. Der jetzt schon 37 Minuten geht. Diese Pillen, da haben wir schon mal einmal einen Run versaut. Amnesia. Genau durch diese Pille. Durch diese Pille habe ich mir schon einmal einen Run versaut. Aber ein Glück, dass es diesmal nicht so war. So, stirbt und stirbt. So Fallen. Wir nutzen hier natürlich erstmal wieder... Oh Quatsch, Satan. Nicht so Fallen. Als erstes kommt natürlich so Fallen, die erste Version. Aber, wie ihr seht, hat keine Chance. Zumindest die erste Version hat überhaupt keine Chance gegen uns. So. Die zweite Version sollte eigentlich genauso wenig eine Chance haben. Können sogar sie ein bisschen kiten, indem wir immer Feuer gehen. Es ist eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sein Laser, sein Brimstone uns trifft, als dass seine Kugeln uns treffen. Weil man den wesentlich besser ausweichen kann, den Brimstone. So, das ist immer so eine Kunst, hier nicht von den explosiven Würmern getroffen zu werden. Da habe ich meistens immer meine Probleme mit gehabt. Wenn ich gegen, genau deswegen. Die spawnen auf einmal vor ein. Man schießt gerade, sie spawnen in unserem Schuss drinne und wir kriegen dadurch Schaden. Ha, da geht Satan down, jeder down, jeder down, jeder down. So, wir müssen jetzt noch 2 Räume machen. Na, willst du uns kein Herz geben? Nicht? Schade. Wir müssen jetzt noch 2 Räume machen, um unser Book of Bill hier wieder aufzuladen. Unsere Tränen sind aber jetzt schon so extrem riesig, ey. Hui, wann hätten wir Schaden gekriegt? Huiuiuiui. Na, komm, gib uns ein Herz. Kein Herz? Och, Mann. Uns fehlt noch Fliegen auf jeden Fall. Fliegen müssen wir uns noch irgendwie holen. Nochmal doppelt Loki. Ausgerechnet allen Bossen, die kommen können, kommt nochmal doppelter Loki, der so ein bisschen länger dauert. Aber eigentlich uns auch nichts mehr anhaben kann. Lebe ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen leiser gedreht. Weil ich es vergessen habe. Ah ne, den Geheimraum haben wir schon. Wir bleiben hier bei unserem Emperor. Für den nächsten Ebene. Ah, ein Herz brauchen wir noch. Wenn ich jetzt ein Herz verlieren sollte, lasse ich das Herz gut sein und gehe lieber in die... Oh Gott. Ja,
Ja, ich lasse es gut sein, gehe lieber in die nächste Ebene. Das ist mir zu risky, dass ich jetzt hier nochmal ein Herz verliere. Gerade wegen diesen Wolkenviechern. Ich nenne die gern Wolken. Zumindest die schwarzen. Die rotfarbenen sehen wirklich aus wie anale Öffnung. Bloß öffne dich, Chest. Öffne dich. Wir wollen in the Lamp. Bam, 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 bam. Okay. Was hat das jetzt zu bedeuten? Machen wir zweimal eine Trollbombe. Drei. Das Spiel will uns gerade verarschen. Müssen wir jetzt erstmal einen Schlüssel suchen oder was? Wir können gar nicht instant zum Emperor oder was. Oh nö. Das ist ja gemein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, sind hier viele Gegner. Viele von diesen Viechern. Wir könnten hier sogar. Wir haben sogar jetzt eine freie Verwendung für unseren Book of Bilia, weil da eine Batterie liegt. Mit der können wir instant unser Book of Bilia rechargen. Das heißt, wir brauchen keine drei Räume. Wir können es instant machen. Das ist natürlich recht geil. So, Demon Beggar, please, take it. Danke, Shane. Ich könnte irgendwie wetten, dass die in den großen Räumen drin sind. Nein, 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 nein. Die Räume sind einfach zu klein für zwei von den großen Widows. Ich verliere hier gerade meine gesamten Herzen. Ich sollte möglichst schnell eigentlich zum Emperor gehen, aber das sind... Was? Ich sollte möglichst schnell den Emperor eigentlich verwenden. Ja, komm. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und gucken, was dieser Boss... Oh Gott, der hat... Ja, das haben wir im letzten Mal natürlich nicht so gesehen, dass er solche Angriffe hat. Aber ich meine, wir können es nochmal versuchen. Wir dürfen halt nur einmal getroffen werden. Und dürfen jedes Mal vor der Pfanne... Oh Gott. Oh Gott. Oh mein fucking Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich schaffe es aber. Ich schaffe es. Ich weiß, dass ich es schaffe. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Komm schon. Ist gleich tot. Ist gleich tot. Ist gleich tot. Ja. 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 Curved Horn freigeschaltet oder das OP-Damage-Item, was man aus Dingens kennt. Aber ich will wissen, was hinter der verschlossenen Tür ist. Warum ist da ein Schlüssel? Aber das werde ich lieber machen, wenn ich es nochmal mit dem Char mache. Wir gucken uns jetzt nochmal das Missing Ende an. Yeah! Yes! Nice! 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 Oh, ist das geil. Ach ja. Ist das nicht herrlich, Leute? Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war's von mir, eurem Punkt. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Binding of Isaac-Folge, je nachdem, was jetzt als nächstes kommt. Ob ich jetzt nochmal so viel Glück habe. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal eine Folge versuchen aufzunehmen. Wenn ich es schaffe, dann kommt noch eine Folge. Ansonsten werde ich wieder ein paar Tage Ruhe haben. Vielleicht kommt noch ein bisschen mehr Isaac. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Auch sehr, halt sehr glückbasierend. Aber ich glaube, wenn ich gerade so eine Glückssträhne habe, dann sollte ich die auch ein bisschen ausnutzen und jetzt nicht einfach aufhören zu spielen. Oder was sagt ihr? The Curved Horn has appeared in the basement. So, Leute, das war's von mir, eurem Punkt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.